Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Dieses Mal etwas Neues, und zwar ArcAge. Ein Free-to-Play-MMO, das erst gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme im Red released wurde. Und da bin ich dabei und ich habe noch einen dazugeholt, nämlich den guten Sub. Hallo zusammen. Ja, und das Erste, was wohl so dabei sein wird, ist wohl die Charakterstellung. Wo ihr seht, da gibt es eben vier Klassen. Eben hier den Nuisian oder wie man den ausspricht. Wir fürchten den Tod nicht, was so typische, hier könnt ihr auch ein bisschen durchlesen, was so typische Menschenklasse ist, so die, wie man es kennt. Dann die Elfen. Und dann gibt es noch hier, wie ihr seht, es gibt zwei Kontinente. Auf dem anderen Kontinent nochmal zwei Klassen, die verfeindet sind und die können sich eben nur besprechen, wenn sie eben die andere Sprache gelernt haben. Da haben wir den Fern, also so eine Katzenklasse. Und eben noch den die Überlebensklasse Hairani oder so ähnlich. Sorry für falsche Namensaussprechungen, aber ich werde mich hier für den Fern entscheiden. Einfach Katzenviech, warum auch nicht? Mal was anderes, außer nur Menschen. Und na gut, Elfen sind zwar auch nicht richtige Menschen, aber naja, egal. Ich überlege auch gerade, nehme ich eine Frau oder einen Mann? Mann, Frau. Ach komm, Frau, dann können wir, haben die wenigstens die Spanner unter unseren Zuschauern was zu gucken. Hallo an alle Perverslinge. So, Haare. Ich muss ja erstmal hier zurechtkommen. Ich habe mir ja jetzt schon einen Account gemacht. Ich spiele diese langweilige Menschenklasse. Und ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen umgucken hier. Ich sehe nur lauter grüne Balken wegen anderen Spielern und ja. Davon gibt es die erste Quest. Was ich schick finde, ist, dass die Minimap so halbtransparent mit eingeblendet ist. Und wie ihr euch schon vorstellen könnt, jetzt ein Tag nach Release ist natürlich das Server dezent voll. Alles Server dezent voll. Also wir hatten beide so Wartezeiten um die knappe halbe Stunde herum, Ja, um auf den Server zu kommen. 20, 30 Minuten, sowas war gut drin. Deswegen auch immer ein bisschen blöde gewesen, aber Ich naja. schau mir gerade mal die Map an, die ist ja schon ganz ordentlich groß, ne? Ja klar, muss ja. Sieht gut aus. Wo bin ich denn? Auf der Halbinsel Zollried, Ja, ich an bin. der Wünschenspitze. Ja, ich bin Okay. auch. Ich bin auch. Ich bin ja jetzt. Weil ich ja jetzt in der verfeindeten Rasse bin, ja auf der anderen Insel, wobei ich mit ihm zukommen könnte, falls ich dann die andere Sprache lerne. Wobei Also ich. wir können so miteinander kommunizieren dann, wenn wir die Sprache lernen. Ja, wobei ich aber leider nicht, noch nicht weiß, wie das jetzt genau Ja, ach, funktioniert. ich denke, das finden wir alles mit der Zeit heraus. Jo. Ich muss sagen, ich kenne über das Spiel quasi noch überhaupt nichts. Ich springe jetzt hier rein und guck, was mich erwartet. Ja. Vielleicht kann man ja irgendwann in Zukunft dann was Gemeinsames unternehmen. Schauen wir mal. Ja, ich habe ja schon ein bisschen Hintergrundinformationen gehabt, weil ich eben so ein bisschen die Sachen verfolgt habe, was genau wie kam, aber genauere Informationen habe ich eben dann auch nicht. Deswegen ist er mich dann auch größtenteils blind. Erst meine Fähigkeiten angucken. Augenbrauen. Respekt. Okay, 1, 2, 3. Nein, ich erstelle keinen hässlichen Charakter. Das könnt ihr gerne machen. Aber ich habe das nicht im Sinn. Greift an, okay. Na, komm schon. Was ist denn Shift 1 bis Shift 9 und 0? Keine Ahnung. Sind das? Ne, die F-Tasten sind das nicht. Ah, diese Färbungen. Sport ist zum Beispiel Shift 1. Wo ist Shift 1? Interessant. Augenfarbe kann ich auswählen, okay. Ach, hier unten. Wie sieht eigentlich grün aus? Ja, ein bisschen zu dickes Grün. Dann Das mal. ist bestimmt die EP. Arbeit 30 von 5000. Okay. Dann nochmal kolorieren, Gedöns da. Generierst alle 5 Minuten 5 Arbeit, wenn du angemeldet bist, aber nichts, wenn du abgemeldet bist. Ja, weil Okay. man kann eben nur bestimmte Aktionen für eine gewisse Zeit ausführen. Okay. Das heißt, man muss dann wieder eine bestimmte Zeit dann eben warten, bis dann eben wieder was geht. Ja, das ist dann sicherlich dieser Haken daran, dass es F2P ist, solche Arbeitspunkte kannst du dir dann bestimmt kaufen. Ja, wenn du kannst Premium-Mitglied werden, da laden sich die dann entsprechend eben schneller auf. Okay.
Ja gut, aber ich schaue mir das Ganze erstmal an, bevor ich hier voreilige Schlüsse ziehe. Ja, eben deswegen. Ja. Ich habe schon so gut wie jedes Spiel in diese Richtung durch. Ich habe lange Zeit WoW gespielt, Guild Wars habe ich hinter mir und dann solche ganzen kleineren Spiele. Mal schauen, was, wie es mir hier so gefällt. Ja, ich bin eher gesagt, muss ich sagen, MMO neulich kann man auch nicht sagen. Ich habe schon mal eins, zwei gespielt, aber eben nie so wirklich exzessiv. Deswegen bin ich, gehe ich hier sehr voreingenommen rein und sehr unvoreingenommen und schau da mal so, was dann mal am besten, was so auf mich zukommen wird. Lippenfarbe, Alter, zu viel Auswahl, nee. Handwerk. Na, das kommt später. Meine Fresse, es gibt aber auch hässliche Lippen. Na, die können sich sehen lassen. Vielleicht mal ein bisschen mehr rot. Na gut, ich nehme mal die erste Quest an, bevor ich hier noch ein bisschen rumstehe. Tu das. Zur lieben Mode. Ich bin sowieso auf der anderen Insel, von dem her werden wir uns sowieso erstmal nicht sehen. Genau. Genau, Falten. Ha, du siehst aus wie eine ertrunkene Ratte. Warst wieder auf der Suche nach Seevolkschuppen, weil du rätst viel öfter in Schwierigkeiten als alle anderen, die ich kenne. Freundlich. Und wie ihr seht, ihr könnt auch keine Bodymodels machen, also es geht wirklich nur Gesicht eben zum Gestalten und auch ein bisschen zu die Hautfarbe, aber mehr kann man eben nicht machen, groß. Okay. Erste Quest. Ich soll zu Holzfäller Gallagher gehen. Gibt 16 Münzen und 210 EP. Okay, nehmt doch mal an. Ah, ich kann dann rauszoomen, mal gucken. Auch diese kreativen Accountnamen hier überall. GHGHG. Geil! GHG. Oder I touched grass und der steht die ganze Zeit im Gras rum und ist abwesend. Auch nicht schlecht. Göttlich I touched grass. Was gibt's denn hier noch? Gibt's denn noch was Komisches? Ah, ich glaube. Gute Frage. Nö. Das andere sind ach, alles so. Dem. Hier heißt einer Subraum, quasi Subraum. Kennst du nicht den Subraum, Emissär? Oh ja, den Subraum. Ach, die Ohren. Lucky Ghost. Oh. Ah, stimmt, ich kann ja auch noch auf Details hier gehen, dann könnte ich auch nochmal Augenhöhe, Größe, Breite und das Ganze einstellen. Und ich sehe, hier rennen die ersten Mobs zum Kämpfen rum, es sind schon viele Tote, und zwar der Solzrieder Fuchs. Ich denke, ja. Mal ihn angreifen. Aber nein, diese ganzen Feindetails, die mache ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Und zack, meinen ersten Mob getötet. Ich bin begeistert. Kann ich den jetzt auch looten? Oder hatte der jetzt bloß nix? Okay, ich habe auch einen Bogen dabei. Also wer hier genauere Sachen machen soll, der soll's machen. Ich bin nicht so der Typ für das Gedöns. Ja, also ich spiele übrigens die Kriegerklasse, wie ebenfalls in jedem MMO. Boring! Oh ja. Aber ich kann irgendwie, entweder die droppen nix oder ich kann die nicht looten. Alter, was für Ohren es gibt, ey. Nehmen wir mal die und gehen mal in die Details rein, dann können wir nämlich hier ein Gesicht machen, bla bla bla, Kinn, Wangen, Ohren, Ohrengröße. Ich muss sagen, so genau habe ich mir das gar nicht angeguckt. Ja. Charaktersteuerung, gibt's hier irgendwie Tauchen, okay. Null und die Winkel, oh, Winkel geht auch, okay. Ah, ein bisschen größer vielleicht noch. So, ja, komm, passt schon. Bisschen kleinere Ohren. Haut hat man, Farbe. Schönheitsfehler. Okay, ich finde auch nichts mit Looten-Taste oder so. Looten und Level. Ach, hier bleiben wir auch. Hier brauchen wir auch Makel. Sind wir auch makelfrei. Und ich glaube, dann sind wir eigentlich schon mit der Charaktererstellung fertig. Falls ihr genaue Gesichter machen wollt, über 2,5 Milliarden Stunden, macht das ruhig. Ich bin nicht so der Typ für. Ich mag es lieber auch kurz und knackig.
Egal, dann gehen wir weiter in den Skill-Auswahlbildschirm. Denn hier können wir eben jetzt auswählen, was wir machen. Ob wir Kampfeszorn nehmen, was eben mit dem Breitschwert schön draufgekloppe ist. Zauberei, also klassischer Magier. Und wenn hier eben, wie ihr seht, auch schon mal eine kleine Auswahl hat, wie das eben genau aussieht, was man genau eben kann und so weiter und so fort. Bogenschießen, also klassisch mit Pfeil und Bogen, wo man eben auch bestimmte Zauber drauf auswirken kann. Wer genauer durchlesen will, hier steht ja alles zu den Klassen dran. Dann Vitalismus, was quasi so die Heilerklasse in dem Spiel ist. Wer Heiler spielen will, soll es gerne tun. Ich werde auf jeden Fall nicht Heiler spielen, weil mir Heilen immer zu blöd ist. Okkultismus, der Schwarzmagier. Oder wohl Schwarzmagier eher nicht, eher Totenbeschwörer. Totenbeschwörer, der eben seine Fähigkeiten eben dort drauf bezieht. Ja, beschwöre dir eben Tote zur Hilfe herbei und das ganze Sachen. Und zum Ende noch das Schattenspiel, was quasi so der Allrounder ist, also der mit Kleinklinge rumlaufen kann, der Bogen schießen kann, der das machen kann, also quasi so der Allrounder. Ba, 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 ba. Ich glaube, wir machen auch direkt den Schatten. Wir nehmen auch direkt die Klasse Schattenspieler und wie nennen wir unseren Charakter natürlich? Co. Fina. Grüß an Bernie. Wenn wir schon auf dem Kanal sind. Ja, Kofina, bestätigen. Ah, der erste Mob, den ich looten kann. Geldbörse eines Farmers habe ich gefunden. Ja, meine erste Monster-Quest-Reihe von diesen Solzrieder-Füchsen töten. Und damit wäre auch die Charakterstellung schon abgeschlossen. Wir sehen, wir sind Schattenspiel-Novize, haben nichts an Geld, sind Winterwilde und Wanderwilde wir sind am Falkenplateau und wir würden sagen, gehen wir ins Spiel. Genau, um das mit der Arbeit nochmal kurz aufzufassen, ich habe jetzt hier eben zum Beispiel diese Geldbörse des Farmers gefunden und um diese zu öffnen, brauche ich einen Arbeitspunkt. Und Oh. momentan habe ich 40, man bekommt eben alle 5 Minuten 5 Punkte dazu und. Oh, Intro. Kinder lernen erst zu rennen, dann zu gehen. Für ein so rastloses Volk ist anderes undenkbar. Siedler zeichnen ihr Leben auf oder bauen Häuser, aber nicht so die Firan. Sie sehen keine Notwendigkeit für Herd oder Heim. Sie brauchen kaum mehr als Fleisch und Tau, um ihren Hunger und ihren Durst zu Ah, okay, stillen. Charaktererklärung. Vor Jahrhunderten, als Krieg Aurorea Okay. II. Führte Taiyang die Firan in die Schlacht. Fertigkeit Man Diebstahl sagt, dass plus die eins Ebenen in gestiegen. Flammen aufgingen, als sein bester Freund ihn im Kampf besiegte. Als die Firan aus Auroria flohen, ließen sie ihren Kummer hinter sich zurück. Der Wind ihrer neuen Berge trocknete ihre Tränen. Okay. Die unbezähmbaren Katzenmenschen befremdeten andere Siedler, besonders die reichen Harani. Ihr Misstrauen machte Frieden von Anfang an unmöglich. Harani sind nicht sehr gesellig und der Konflikt mit den Firran war nur eine Frage der Zeit. Okay, die sind verfeindet. Auch wenn die Kinder des Sturms öfter siegten, so hatten ihre Feinde ein ganzes Imperium. Ein Imperium, das vor hochentwickelter Technologie und ausgebildeten Kämpfern nur so strotzte. Um so einer Kriegsmaschinerie standzuhalten, mussten die Firran ihr eigenes Imperium erbauen. Sie nannten es Temi. Und die Harani erlitten mehr und mehr Niederlagen. Ihre gewandten, grausamen Gegner glichen dem Sturm. Und die Harani zogen sich zurück. Unterdessen gewöhnten sich die Firran an ihre Häuser und passten sich den Harani an. Die Harani warteten, bis die Firran vergaßen, wie der Wind zu kämpfen. Als sie dieses Mal zuschlugen, hatten sie die absolute Übermacht. Das Temi-Reich zerbarst wie Eis und sandte Splittergruppen der Firran in die Wildnis zurück.
Doch Wind hält nicht für immer still. Die Firan waren wieder Nomaden, denen die Steppe Kraft gab. Sie ließen ihren Kummer in den Ruinen von Temi und der Wind trocknete ihre Tränen. Aha. Wie ein Gewitter brachen ihre Stärke und Macht über den Feind herein. Hunderte Jahre vergingen. Seher prophezeiten die Geburt eines neuen großen Mara. Er würde die Firan zurückführen zu den Ebenen ihrer Ahnen, nach Auroria. So wie es Taiyang prophezeit hatte. Der Schlüssel liegt darin, zu verhindern, dass die Geschichte von Temi sich wiederholt. Erneut die Steppen zu beherrschen, aber nicht mit einem Imperium, sondern wie der wilde Wind. Dem Geist von Taiyang zu folgen, der noch immer in euch allen fort. Okay, das war also die Vorgeschichte.